Im Bundestag wird heute die Debatte über den Haushalt für das laufende Jahr abgeschlossen. Bundesfinanzminister Lindner hat vorab bereits angekündigt, dass er einen Ergänzungshaushalt einbringen will. Die genaue Höhe steht noch nicht fest. Es ist aber von 200 Milliarden Euro die Rede. Meine Kollegin Dorothee Holz hat darüber mit Holger Schmieding von der Berenberg Bank gesprochen. Tatsächlich ist es so, dass das letzte Wort über diesen Haushalt wirklich noch nicht gesprochen ist. Das könnten durchaus auch mehr sein. Vielleicht sind es dann nachher sogar 250 Milliarden neue Schulden. Aber wir sollten das immer ins Verhältnis setzen. Deutschland ist ein wirtschaftlich sehr leistungsfähiges Land. Deutschland ist deshalb besser in der Lage als nahezu alle anderen Länder der entwickelten Welt, auch zusätzliche Schulden zu tragen. Insofern finde ich, ist das eine angemessene Antwort auf diese besondere Herausforderung nach der Pandemie, jetzt Putins brutaler Krieg gegen die Ukraine mit seinen wirtschaftlichen Folgen und vor allen Dingen mit der Notwendigkeit, mehr in unsere eigene Sicherheit zu investieren. Wenn man das hört, 200 Milliarden neue Schulden, ich muss diese Summe immer wieder nennen, dann kommt ja auch bei vielen die Sorge auf, die Angst auf, wer soll das oder wann will man das jemals zurückbezahlen? Geht das alles zulasten der jungen Generation? Denkt da keiner dran? Natürlich, in gewissem Sinne gehen neue Schulden zulasten der jungen Generation. Das ist richtig. Andererseits ist natürlich eine Investition in unsere Sicherheit etwas, was gerade auch der jungen Generation nennt. Also Aufrüstung, um Putin vor weiteren Kriegen abzuschrecken, ist wahrscheinlich alles in allem sinnvoll ausgegebenes Geld. Es ist auch sinnvoll, zumindest die besonders betroffenen Bürger zu schützen vor den Folgen der hohen Sprünge der Preise, die wir haben bei vor allen Dingen Energie und Nahrungsmitteln. Und insgesamt muss man die Sache mit Schulden immer ins Verhältnis setzen. Es ist ein Missverständnis, dass auf Dauer der Staat seine Schulden wieder auf Null reduzieren müsste. Jede einzelne Anleihe, jeder einzelne Kredit muss bedient und zurückgezahlt werden. Aber er kann zumeist später dann durch einen neuen Kredit, durch eine neue Anleihe ersetzt werden. Bei Staaten ist es anders als bei Einzelpersonen. Bei einer Einzelperson hofft man, dass der Erblasser vor seinem Lebensende seine Finanzen so geordnet hat, dass er seinen Erben keine Schulden hinterlässt, sondern nur Vermögen. Bei Staaten ist es dagegen so wie bei Unternehmen. Sie haben eine praktisch unbegrenzte, von vornherein nicht begrenzte Lebensdauer. Bei ihnen kommt es nicht darauf an, dass die Schulden oder bei Unternehmen das Fremdkapital auf Dauer auf Null gehen. Bei ihnen kommt es darauf an, dass die Mittel sinnvoll verwendet werden. Letztlich heißt das, dass die Tragfähigkeit der Schulden dadurch gewährleistet ist, dass wir beim Staat durch Steuereinnahmen immer genügend einnehmen, um die Schulden zu bedienen. Kurz gesagt, solange wir eine Wirtschaftspolitik betreiben, die darauf abzielt, dass auf Dauer unsere Steuereinnahmen stärker steigen, unsere Wirtschaftsleistung, die Steuereinnahmen, als das, was wir für den Schuldendienst ausgeben müssen, solange sind wir auf der sicheren Seite. Auf der sicheren Seite, also die schwäbische Hausfrau, die gerne in der Vorgängerregierung auch im Zusammenhang mit der Euro-Schuldenkrise bemüht wurde, die ist jetzt nicht angesagt. Man muss Geld ausgeben, man muss es in die Hand nehmen. Das haben wir verstanden. Aber Deutschland ist natürlich ein exzellenter Schuldner, der man zahlt die Schulden zurück. Deshalb ist auch das Rating exzellent. Das könnte sich aber ändern. Sie haben gesagt, es gibt eine Bedingung. Die Leistungskraft, die Wirtschaftskraft muss stimmen. Es müssen mehr Steuern sprudeln, damit man das zurückzahlen kann. Das muss aber nicht so bleiben. Genau. Auf Dauer ist es so, wie bei Unternehmen, es muss die Schuldentragfähigkeit dadurch gesichert werden, dass bei Unternehmen das Fremdkapital halt gut verwendet wird, dass die Leistungskraft des Unternehmens gestärkt wird. Und bei Staaten ist es eben auf Dauer das Wirtschaftswachstum. Vor allen Dingen ist es der Zuwachs an Arbeitsplätzen, der dann dazu führt, dass Steuereinnahmen und Sozialversicherungseinnahmen steigen. Wir haben seit der Agenda 2010 einen kräftigen Anstieg der Beschäftigung in Deutschland. Deshalb hatten wir ohne große Sparpolitik
vor der Pandemie Überschüsse im Staatshaushalt und haben tatsächlich sogar Schulden netto zurückgezahlt. Wir müssen eine wirtschaftsfreundliche Politik auf Dauer betreiben, die dazu führt, dass es bei uns weiter einen Zuwachs an Arbeitsplätzen und damit an Steuereinnahmen gibt. Das ist eigentlich noch wichtiger als die Frage, wie hoch genau die aktuellen Schulden sind. Die langfristige Schuldentragfähigkeit hängt von der Leistungsfähigkeit ab und damit von der Güte der Wirtschaftspolitik. Wir brauchen, man könnte sagen, 1000 Teslas. Wir brauchen Unternehmen, die bei uns gerne investieren. Schlankere Genehmigungsverfahren wie bei Tesla sind wahrscheinlich deutlich besser auf Dauer für die Schuldentragfähigkeit als die Diskussion um jetzt die genaue Schuldenhöhe in einem Jahr, diesem Jahr. Wir reißen zum dritten Mal die Schuldenbremse. Das wäre eigentlich vor ein paar Jahren, würde ich jetzt sagen, unvorstellbar gewesen. Was bringt eine Schuldenbremse überhaupt noch? Ich glaube, eine Schuldenbremse ist ein gutes Disziplinierungsinstrument in dem Sinne, dass sie uns Jahr für Jahr zwingt, darüber nachzudenken, ob wir wirklich einen kräftigen Grund haben, die Schuldenbremse in diesem Jahr auszusetzen. Ich denke, wir haben das in diesem Jahr. Putins brutaler Krieg erfordert eine Antwort auch von der Fiskalpolitik. Also ich finde die Schuldenbremse gut, auch wenn ich dafür bin, dass wir sie, wie ja auch in der Schuldenbremse vorgesehen, unter besonderen Umständen dann auch mal aussetzen können, aber eben immer nur Jahr für Jahr geschaut, ob die Umstände wirklich so außergewöhnlich schwierig sind, dass sie das rechtfertigen. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten haben sich auf eine stärkere Kontrolle von Internetriesen wie Google, Apple und Amazon geeinigt. Sie billigten ein Marktkontrollgesetz, das den Konzernen in Europa strengere Regeln zum Nutzerschutz auferlegt. Dadurch soll wettbewerbsschädliches Verhalten zum Wohl kleinerer Unternehmen unterbunden werden. Digitalkonzerne mit einem Börsenwert von mindestens 75 Milliarden Euro dürfen demnach ihr eigenes Angebot nicht mehr auf Kosten der Konkurrenz bevorzugen.